Hallo und herzlich willkommen hier bei der Demo zu Outlast 2. Es gab von diesem Spiel ja schon eine Pre-Version, also eine Pre-Alpha war das, glaube ich. Die konnte man vor circa ein, zwei Monaten anspielen bzw. testen. Jetzt völlig unerwartet, es war jetzt die Tage, hat auf einmal Red Barrel, also die Entwickler von Outlast, gepostet. Ich habe das auf Facebook gesehen, dass eine Demo-Version ab jetzt verfügbar ist und ich habe mir die direkt runtergeladen und jetzt spielen wir sie. Und gleichzeitig möchte ich auch noch kurz eine Ankündigung machen, denn dieses Outlast 2 Video, beziehungsweise wo wir die Demo hier mal testen und gucken, wie sie ist, ist auch das letzte Gaming-Video auf Konarik. Denn wir haben, also Robin und ich haben einen neuen Kanal gegründet, beziehungsweise haben einen zweiten Kanal extra nur für Gaming und Vlogs gemacht. Und zwar ist das der Kanal Barto. Und ja, diese Musik im Hintergrund ist schon ziemlich beeindruckend, ich finde sie schon ziemlich cool. Und auf Batu, wie ich schon sagte, kommt dann in demnächst der ganze Gaming-Content und dann die Vlogs. Wir wollten das Ganze so ein bisschen abspalten von Konarik, wo ja Serien- und Film-Reviews und Recaps kommen, der sich so halt um Filme und Serien dreht. Wollten wir das jetzt mit dem Gaming nicht auch noch da drauf ballern, besonders mit den gleichen Thumbnails, da verliert man schon den Überblick, was ist. Deshalb haben wir das jetzt so gespalten. Es wäre ziemlich cool, wenn ihr dort auch mal vorbeischauen könntet. Und ja, lasst, wenn es euch gefällt, ein Abo da, damit ihr nichts verpasst. Und dann wird da, wie gesagt, demnächst der ganze Gaming-Content drauf ausgestrahlt. So, ich glaube, wir haben jetzt lange genug geredet. Wir spielen jetzt mal die Demo. Ich hoffe, ihr habt den Kanal-Trailer zu Konarik schon gesehen. Der von Bartum, der kommt jetzt auch Tage online. Der befindet sich schon in der Postproduktion. Also da kann es sich nur noch um Tage handeln. Bei Konarik, da waren wir ein bisschen schneller mit dem Kanal-Trailer. Bei Barto lassen wir uns halt noch ein bisschen Zeit, aber guck die Tage mal vorbei, da erklären wir das auch alles in meinem Kanal-Trailer ausführlich. Okay, welcome to the Outlast 2 Demo. You're a Blake Leggerman, a cameraman working with your wife Lynn. The two of you are investigative journalists willing to take risk and dig deep to uncover the stories no one else will dare touch. You're following a trail of clues that started with the seemingly impossible murder of a pregnant woman known only as Jane Doe. The investigation has lit your minds into the Arizona desert with darkness so deep that no one could shed light upon it, and a corruption so profound that going mad may be the only sane thing to do. Okay. Ja, dass man direkt schon mit so heftigem Englisch zugeballert wird. Alles klar. Ja, so viel ich weiß. Also wir sind ein Kameramann, Blake Leggerman, also ein Journalist. Und ich bin anscheinend mit meiner Frau Lynn in der Arizona-Wüste unterwegs, weil wir wollen irgendwie eine Story aufdecken, wo es um einen Mörder geht, der eine schwangere Frau namens Jane Doe irgendwie getötet hat. Irgendwie so. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Ich kann euch nicht sagen, wie lange dieses Video hört. Hier genau wird. Ich bleib mal kurz still. Oh, ein Helikopter anscheinend. Okay. Oh, das kenne ich ja irgendwie aus dem Trailer noch. Oder aus dem Teaser. Outlast 2. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Video hier dauert. Ich wollte einfach mal euch die Demo kurz zeigen und halt, wie gesagt, diese Sachen zu dem Kanal, die ich jetzt schon am Anfang gesagt habe, die wollte ich halt auch noch loswerden, aber jetzt konzentrieren wir uns mal hier auf die Demo. Übrigens, das Hauptspiel wird ebenfalls auf Barto komplett zu sehen sein. Robin und ich werden das aufnehmen. Ich denke mal, ich werde das aufnehmen. Vielleicht sind wir da mit Robin irgendwie zusammen. Ansonsten bin ich dafür verantwortlich. Robin macht auch eher so Multiplayer-Sachen dann und ich übernehme eher so den Singleplayer-Part und Multiplayer-Part, also beides sozusagen. Das ist mal hier so zu den ja, gedachten ja, Ideologien zu Barto. Also wir haben eine Brille, alles klar. Okay, ich habe mir das Ganze mal bei Gronk schon mal angeguckt. Der hat ja auch die Demo gespielt. Jetzt weiß ich nicht, ob wir genau hier wieder starten, wo auch Gronk gestartet hat, aber ich denke mal schon. Also kann sein, dass ich schon etwas kenne. Mal gespannt.
Raise your camcorder, press right mouse button. Okay. You turn on the nitrogen, press F when your camera is raised. Ah, okay. Oh, it's... To zoom, hold mouse scroll up and... Ah ja, okay, selbst erklären. Du wolltest... Press, ja, ja, das ist schon irgendwie klar, dass man Space drücken muss. Hm, kann man hier rein? Hallo? Hallo? Okay, hier ist keiner. Okay, mit der Empfindlichkeit geht voll klar. Shift ist sprinten, okay. Ich frage mich, ob ich hier zu schnell unterwegs bin. Ja, wir nehmen das erstmal hier auf. Ja, ich bin ein Riesenfan von Outlast 1 und dem DLC Whistleblower, also das war richtig geil. Oh. Okay, das kenne ich ja schon. Versuch mal so ein bisschen schneller vorzugehen. Oh, ich glaube, unser Typ, dem ist gerade schlecht geworden. Egal, geht's jetzt mal dahin, wo der Typ gerade steht. Hallo? Ich glaube, da ist jemand. Hallo? Einfach auf. Oh. Okay, das könnte schon einen so ein bisschen erschrecken. Hallo. Huch. Ja, ich mach mal Night Vision an. Damit man halt so ein bisschen was wenigstens erkennt. Ja, wir haben eine Reserve. Open Window, press... Oh, fuck. Okay, das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, dass da so ein Rabe rauskam. Ist auch schon ein bisschen her, wie gesagt. Was soll denn der Scheiß? Mach auf, Moje. So, hier Left Control, ja, hätte ich mir auch fast gedacht. Wir können auch ein bisschen schneller gehen. Hier irgendwas? Ich... Oh Gott. Oh, das war dumm. Egal, jetzt habe ich schon eine Batterie. Running foreign. Was ist das denn? Eine Krippe? Liegt denn da nicht mal ein Kind drin? Henne... Ich... Gott. Nicht wirklich. Bin leider nicht Gott. Jesus Christ. Lecker Leichen. Hallo. Sieht aus wie so das Ding bei Game of Thrones im Intro, was da immer so die Kreise dreht. Dings da. Oh, das sieht nach einem Kreuz aus. Ach, hier geht's weiter. Das erkennt man fast gar nicht, weil das so dunkel ist. Hier ist Blut. Blut ist immer gut. Kann ich hier raus was lesen? Da kann ich sogar wirklich, wie geil ist das denn, aber ich kann es nicht entziffern. Warte mal. Er kam mich doch, oder nicht? Nee, hier, doch, hierher kam ich. Ja klar, oh Gott, ich bin doof. Also, keine Ahnung. War jetzt komisch. Obwohl. Halt, stopp. Warte, daher kam ich gar nicht. Das ist eine andere Krippe. Oh. Ich glaube, meinem Typen geht's nicht gerade so gut. Wir nehmen sogar in Full HD auf. 60 Frames per Second. Geil. Ich glaube, dem Typen hier geht's echt nicht gut. Ich muss kurz stehen bleiben. Okay. Weiter geht's. Ist irgendjemand oder irgend... Ne, das ist eine Lampe. Hä? Doch, ich kam doch hier oben. Ich verstehe es nicht. Okay, ich bin einfach nur dumm, Alter. Also wieder hier runter. Ah, also ein bisschen... Okay, Angst habe ich jetzt eigentlich gerade nicht, aber es ist schon irgendwie ein bisschen ungewohnt, dass man hier wieder so unter Anspannung steht. Hm.
So, jetzt hierher. Okay, das ist richtig, das ist dann richtig. Ich war einfach gerade dumm. Pferdchen. Hallo, was hier denn? Ah, oh, da hat jemand eine leckere Zunge. Wir werden es... Look. Left. Ah, okay, aber ich sehe gerade. Ich muss es mal links anmachen. Warte, wo bin ich denn? Okay, Lüftungsschacht, nicht schlecht. Ab nach links. Oh, oh. Oh, oh, what the fuck? Was war das denn jetzt? Bis da links. Ja, genau. Hier, da ist ein Loch. Oh Gott! Oh Gott! Oh, was zum Teufel! Was zum Fick! Junge, was ist denn hier los? Hä? Da war gerade irgendwas. Alter, wieso bin ich jetzt in so einer Klasse, in so einer... Was ist das hier? Grundschule, Weiterführende, irgendwie sowas. Hier meine... Nee, warte, so ist... Kamera ist erst so. So, was ist das denn hier? Das interessiert mich ja jetzt schon. Graduation Exam Test Chapter 1. Study the list below. Okay, das ist auf jeden Fall weiter für eine Schule. Sowas hier hat keine normale Grundschule, schon mit diesen Wörtern. Obwohl, das ist amerikanisch. Doch, da könnte das auch eine Grundschule sein. Obwohl, ne, das ist schon zu kompliziert, glaube ich, für Grundschule. Egal, wir sind jetzt auf dem Flur. Oh, jetzt ist es dunkel. Ah, besser. Spinnen. Das ist, wenn es so dunkel ist, da sieht man nie, was da kommt. Will nicht mehr. Ich lass dich jetzt schon. Jetzt los. Oh, Alter, dieses Geräusch und den Spind auf und zu. Ja. Oh, nee, das ist ja mega unangenehm. Ach du Scheiße. Ja, hier passiert eh nichts. Ich muss mal kurz den Spielsound noch ein wenig leiser machen. Okay, jetzt höre ich gar nichts mehr. Okay, wenn okay, so geht gar nicht, weil es schon ziemlich laut eigentlich. Ah doch. Da, da, da. Hier ist Ende im Gelände. Kann ich hier aufmachen, mein Freund? A Music Box! Oh, das ist keine gute Idee, dann jetzt irgendwie... Ich habe ein ganz ungutes ich habe Gänsehaut, ich hasse Gänsehaut. Er war ja nicht vorhin auf. Ich glaube, es wird Zeit, mich zu verstecken. Aber wir sollten schon kommen, ich meine... Hey, what the fuck? Hier kann ja gar keiner sein. nein, ich brauche jetzt keine Batterie zu laden. Da hatte ich ja auch schon geguckt. Wo soll's denn sonst hergehen? Was? Oh mein Gott! Fick mein Leben! Was war das denn? Oh! Ja, ich denke... voll verschluckt. Fuck, Mann. Oh Gott, ekelhaft. Ist ja mega creepy, Mann. Oh, was hier denn? Freiheit, lol. hallo? Ja, was? Sehr, sehr strange. Open. Ich wollte sagen,
Muss ich jetzt ein bisschen ablenken. Oh, wow, wow. Fuck, Alter, ich bin mega schreckhaft. Nein, ich kann mich vielleicht erschrecken. Oh, ein Strick. Und schwarz. Ich wollte... Oh mein Gott. Ficken. Ich sag doch, ich bin nicht zu erschrecken. Ich wollte sagen, ich denke, wir werden auch die Kamera... eventuell, also das mit wer ist... das war Jessica oder... Nee, das war nicht Lynn, das war Jessica. Ey, ich spuck sie wieder aus, Alter. Mann, Alter, spuck sie aus. Willst du, magst du mich nicht? Magst du mich nicht? Magst du mich nicht? Hallo? Wieso magst du mich denn nicht? Wo bin ich jetzt schon wieder? Gott, bist du ein kranker Mensch. Ey, ich verpiss mich schon. Aber ich kann sogar nach hinten gucken. Oh, shit. Oh mein Gott, da ist ja jemand. Ah, der mag mich nicht. Hier hinter uns. Ach so, benutzt man die Kamera nochmal. Ich war gerade mega nervös und aufgeregt. Oh fuck, hinter uns da. Ich muss kurz mal chillen, damit sich mein Typ erholt. Da kann der überhaupt nicht rennen, Alter. Mit Alt kann man sich gut umdrehen, okay. Hier irgendwie fliehen. Ich weiß nicht wohin. Das ist ein richtiges Cornfield. Ich will immer mit links die Kamera equippen, was macht man da so? Ich glaube, ich renne. Okay, tschüss. Ich werde jetzt gleich, kommt ihr immer so erschrecklich wieder so mega, Mann, ohne Chance. Oh, da kann man rüber. Das kenne ich doch. Und zack. Oh mein Gott. Ich sehe das Licht. Nicht gut. Oh mein Gott. Wow, wo geht's denn jetzt her? Aua, meine Brille wieder weg. Ich hoffe, man musste hier hin. Oh mein Gott, wer ist das denn? Behindert. Aua. Was ist das für ein kranker Scheiß? Alter! In meine Eier! Was ein kranker Scheiß, Mann. Outlast 2. Okay, das war die Demo. Das war ja wirklich schnell, aber wie gesagt, ist ja auch eine Demo. Das hat jetzt, glaube ich, noch nicht mal 20 Minuten gedauert, aber okay. Ja, das war cool. Ich hatte das Video von Kronk auch, glaube ich, nicht durchgeguckt. Ich meine, der hat sogar länger für die Demo gebraucht als wir. Der hat, glaube ich, hat der ein oder zwei Videos gemacht. Ich weiß es gar nicht, aber ich habe das Ende auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ja, das war die Demo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und schaltet für das Hauptgame, also für das Main Game, Outlast 2 auf Bato ein. Da kommt das dann. Wie gesagt, ich packe den Link zum Kanal nochmal in die Beschreibung. Ansonsten seht ihr den auch bei unseren Kollegen und Dudes. Wenn ihr auf Gunnarek geht, rechts unter verlinkte Kanäle. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.